Hallo und Glück auf zur Spieltagspressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des FC Erzgebirge Aue beim FC St. Pauli. Anstoß ist am Sonntag 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion. Wir begrüßen dazu bei uns auf dem Podium unseren Cheftrainer Dirk Schuster und übergeben das Wort. Ja, Glück auf in die Runde. Ich glaube, erst mal nochmal rückblickend sagen zu können, dass wir am letzten Wochenende, denke, einen großen Schritt gemacht haben Richtung Klassenerhalt. Ist zwar rechnerisch noch nicht hundertprozentig eingetütet, aber erfüllt uns auch schon ein bisschen mit Stolz, dass wir die 40-Punkte-Marke geknackt haben. Aus erste Mal seit 10 Jahren wieder am 30. Spieltag 40 Punkte erreicht haben, um die Statistik mal ein bisschen zu bemühen und das erste Mal jetzt auch die Möglichkeit haben, seit 10 Jahren über 41 Punkte in der Saison zu holen. Und das zeigt schon, dass wir alle gemeinsam hier vom Präsidenten angefangen bis zur Putzfrau, mal salopp formuliert, einen sehr vernünftigen Job gemacht haben, wo die Mannschaft auch die nötigen Punkte eingefahren hat. Auch wenn das in der zweiten Halbzeit spielerisch gegen den KSC vielleicht nicht alles das Gelbe vom Ei war, aber dass das alles auch in solchen Drucksituationen funktionieren kann, soll, muss, ist dann, glaube ich, auch etwas zu viel erwartet, weil wir schon auch den Druck verspürt haben und uns den Druck auch selber gemacht haben, unbedingt durch die Schallmauer von 40 Punkten zu gehen. Und das haben wir geschafft. Und das Primäre war für uns halt dann auch, dass wir die Punkte eingefahren haben, das Ergebnis geholt haben, was uns, denke, dann auch etwas ruhiger hat arbeiten lassen in der Woche. Trainingsarbeit in der Woche war für mich absolut okay. Die Mannschaft wirkte sehr fokussiert, sehr konzentriert. Ich denke, dass alle auch den Bock umstoßen wollen, jetzt auswärts wieder was zu holen beim FC St. Pauli. Bei einer Mannschaft, die sehr systemflexibel spielt, wo man nicht richtig ausrechnen kann, ob sie mit Viererkette spielen, ob sie mit Dreierkette spielen, mit einem Stürmer, mit zwei Stürmern, ob sie es 4-1 spielen, es 3-5-2 oder es 4-4-2 flach. Das gab es alles schon in der Vergangenheit bei den Hamburgern, auch in relativ kurzer Folge hintereinander, sodass ich glaube, dass sich mein Kollege da auch in jedem Spiel sehr viele Gedanken macht, wie er dem Gegner wehtun kann, wie er den Gegner voraufstellen kann, aber auf der anderen Seite auch selber sehr stabil arbeiten kann. Und die Hamburger, denke ich, aus der Ferne betrachtet, haben jetzt auch etwas Druck auf dem Kessel. Ich denke, dass sie dieses Spiel gegen uns unbedingt gewinnen wollen, aber auch unbedingt gewinnen müssen, um nicht noch tiefer tabellarisch in Situationen zu kommen, die sehr unangenehm sein können. Und im Gegenzug dazu haben wir natürlich auch eine ganz breite Brust, sehr gutes Selbstvertrauen im Gepäck, großen Respekt vor dem Gegner, der personell 20, 25 Mann im Kader hat, die ja, durch die Reihe Zweitligaspieler sind, der gehobenen Kategorie, die ja, einen sehr guten Kader zusammengestellt haben und die uns mit Sicherheit alles abverlangen werden, wo wir allerdings in Hamburg voll dagegen halten wollen. Wir wollen ganz klar auswärts was holen. Von der personellen Struktur bei uns gibt es zwei Fragezeichen. Tom Baumgart hat sich vor dem letzten Spiel gegen den KSC muskuläre Probleme eingefangen, die noch nicht behoben sind. Der ist auch genau wie Marko Mihojevic noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte, sodass zwischen den beiden Spielern, hinter den beiden Spielern große Fragezeichen stehen. Bei Marco ist so, dass er heute erst noch eine genaue diagnostische Untersuchung per MRT beim Doktor hat, sodass wir da auch noch keine genaue Diagnose haben, ob es denn noch werden könnte, dass er in den Kader reinrutscht oder ob er passen muss. Ansonsten freue ich mich da auf eine Aufgabe, die für uns eine große Herausforderung darstellt, ja, weil zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die ja, von der Kultur her, von der Spielkultur sehr viel in ihre Spiele investieren. Deswegen erwarte ich auch ein intensives Spiel und erwarte natürlich auch von unserer Mannschaft, dass sie an die Grenzen rangeht, dass sie von der Bereitschaft, der körperlichen Bereitschaft zu Beginn einer englischen Woche alles abruft, um auch nicht nur den theoretischen und praktischen
Klassenerhalt in Hamburg fix zu machen, sodass wir dann auch hoffentlich eine angenehme lange Heimfahrt haben. Damit sind die Mikros frei für die Fragen. Bitte vorab immer kurz Name und Redaktion nennen. Sebastian Sieberts. Verstehe ich Sie da richtig, Herr Schuster, dass Sie auf gar keinen Fall jetzt, wo der Klassenerhalt im Grunde in trockenen Tüchern ist, auch mal Spielern die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, die zuletzt nicht so zum Einsatz gekommen sind? Ja, wir machen uns in alle Richtungen Gedanken, aber ich glaube, dass wir auch verpflichtet sind, mit der bestmöglichen, erfolgsversprechendsten Mannschaft zu starten, um einen gesunden Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch für unseren Verein, tabellarisch gesehen, um Fernsehgelder, die weiter ansteigen könnten. Je weiter man in der Tabelle nach oben blickt, und vor dem Hintergrund haben wir natürlich als Sportler auch den Ehrgeiz und die Motivation, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und da werden wir die besten 11 stellen und noch keine große Rücksicht auf die englische Woche danach nehmen. Denn unsere Zielstellung ist ganz klar, wir haben eine Auswärtsbilanz, die sich nicht so gut liest, und diese wollen wir definitiv aufpolieren. Dirk Hofmeister, Sport im Osten.de. Sie sagten es bereits, ist ein gewisser Druck abgefallen. Jetzt ist ja bei anderen Mannschaften zu beobachten, die einen Klassenerhalt geschafft haben, dass sich das eben auch in negativen Ergebnissen wiedergespiegelt hat. Was haben Sie psychologisch mit der Mannschaft gemacht, dass dieser Druckabfall sich dann nicht in negativen Ergebnissen auswirken könnte? Ja, wir haben definitiv erstmal die Spannung im Training sehr hoch gehalten. Wir haben natürlich auch in der kurzen Analyse des Spieles, die nicht so lang ausgefallen ist, der Mannschaft mitgeteilt, was wir erwarten, dass wir jetzt in keinster Weise in irgendeiner Form nur sorglos werden, nachlässig werden, dass wir genau diese Bereitschaft wieder abrufen müssen, um einfach konkurrenzfähig zu sein. Da sind wir uns schuldig, da sind wir anderen Mannschaften in der Tabelle, in der Liga schuldig, und das wollen wir machen. Das ist einfach unsere Pflicht, und dafür hat auch jeder den Job hier angetreten, seinen Vertrag unterschrieben, ob das ein Spieler ist, ob das wir Trainer sind, um das bestmögliche Ergebnis am Saisonende auch tabellarisch darzustellen. Und da gehört sich's ganz einfach, und das ist die Pflicht eines jeden Einzelnen, zum Höhepunkt der Woche topfit zu sein und alles abzurufen. Ja, und ich denke, dass unsere Spieler auch Profi genug sind, mit dieser Situation umzugehen. Klar ist, dass ein bisschen Druck abgefallen ist, dass auch ein Stein ein bisschen von einem abgefallen ist, vom Herzen runtergefallen ist, dass es vielleicht eine gewisse Lockerheit auch im spielerischen Bereich freisetzen kann. Das ist natürlich auch unser Ansatz. Trotzdem wollen wir, um diese Konkurrenzfähigkeit zu behalten, alles Körperliche, Mentale bringen, um in Hamburg bestehen zu können und nach Möglichkeit da auch gewinnen zu können. Keine weiteren Fragen mehr? Doch, ich nochmal. Dirk Hofmeister von Sport im Osten.de. St. Pauli scheint ja eine Art Lieblingsgegner zu sein, sowohl für Sie, Sie haben 5 von 6 Spielen gegen St. Pauli gewonnen, als auch für Aue, die zum letzten, glaube ich, 2007 in St. Pauli verloren haben. Ist das auch nochmal so eine Motivation, gegen den Lieblingsgegner dann zu spielen? Ja, rein statistisch gesehen habe ich das auch erfahren, dass der FC Erzgebirge Aue sehr oft sehr positive Ergebnisse auch in Hamburg erzielt hat. Wir hatten auch einige positive Erlebnisse mit anderen Vereinen gegen den FC St. Pauli. Ich möchte da nicht von einem Lieblingsgegner sprechen, weil jedes Spiel ja immer wieder bei pari anfängt und jedes Spiel auch gespielt werden muss. Und wir sind jetzt 4 Spieltage vor Rundenende. Die Tabelle ist sehr eng. Es ist sehr viel möglich. Es kommt noch diese gewisse Atmosphäre der Geisterspiele dazu. Es kann sehr viel passieren, und wir müssen mit allen Antennen ausgefahren auf alles vorbereitet sein,
was der Gegner uns anbietet, sowohl vom System her als auch vom Personal her. Wir müssen auf der anderen Seite auf verschiedenste Situationen auch gleich reagieren können, genau dasselbe System oder Personal, und wollen natürlich von unserer Seite da auch alles Menschenmögliche versuchen, dort diese Serie, die der FC Erzgebirge in Hamburg hat, aufrechtzuerhalten und vielleicht auch die persönliche Serie ein bisschen weiter auszubauen. Okay, wenn dann keine weiteren Fragen sind, beenden wir das Ganze. Wünschen unserer Mannschaft am Sonntag viel Erfolg, möglichst 3 Punkte. Und Glück auf und ein schönes Wochenende an alle. Und einen schönen Feierabend. Danke, tschüss. Tschüss.